Voting-Ergebnis, hat Jamila knapp gewonnen? Jamila Rowe, 55, konnte sich im Dschungelcamp gegen alle ihre Mitstreiter durchsetzen. Im großen Finale der beliebten Reality-Show triumphierte die Berlinerin über die beiden anderen Finalisten Lukas Cordalis, 55, und Gigi Birofio, 23. Die einstige Big Brother-Kandidatin bekam die meisten Anrufe der Zuschauer und wurde somit zur Dschungelkönigin gekrönt. Aber wie knapp war das finale Dschungelcamp-Voting eigentlich? Jetzt wurden die genauen Ergebnisse der Abstimmung veröffentlicht. Laut einer genauen Auflistung von RTL war Jamilas Dschungelsieg ganz und gar keine knappe Kiste, im Gegenteil. Die Visagistin ging mit großem Vorsprung als Gewinnerin der Staffel hervor, sie konnte sich zunächst gegen Lukas und Gigi mit insgesamt 59,79% aller Stimmen durchsetzen. Und auch im finalen Showdown sicherte sie sich ganze 62,26% der Votes gegen den italienischen TV Casanova. Gigi belegte mit 37,74% Platz 2. Trotz des eindeutigen Ergebnisses war die neue Bush-Majestät von ihrem Triumph mehr als überrascht. Ich bin noch wie in Trance, ich kann's noch nicht so ganz glauben, dass ich das geworden bin, beschrieb Jamila ihre Gefühlslage kurz nach ihrem Sieg.